Hallo liebe MZ und Simpson-Freunde, jetzt möchte ich euch meine EPS 250 Profisport vorstellen. Dieses Motorrad habe ich ungefähr vor anderthalb Jahren gekauft und schön langsam aufgebaut. Ist nicht zu sehr hoch restauriert. Ich wollte nur ein Motorrad bauen, womit ich ein bisschen Ausflug machen kann. Dieser Motorrad wurde ganz wenig Stückzahl hergestellt, 16.222 Stück. Und ich glaube, dass in Ungarn nicht mal 20 Stück sind. Jetzt will ich mal rausfinden, wie in Ungarn überhaupt gibt es ein Motorrad. Dieser Motorrad konnte man in Ungarn nie kaufen. Das konnte man nur von Deutschland reinholen. Weil damals, mein Vater hat auch in Deutschland gearbeitet, von 69 bis 72. Und dann bin ich auf die Welt gekommen, in DDR damals. Und diese Maschine, was in Ungarn gibt, das haben die Gastarbeiter nach Ungarn geholt. Glücklicherweise, wo ich das Motorrad gekauft habe, die wichtigen Teile, was zu meinem ETS gehört, waren alle vorhanden. Zum Beispiel das Teleskop komplett, Kotflügel vorne und hinten original, Seitendeckel original, Tank. Und hat das schon jemand probiert zum Herrichten, ist so weit gekommen, hat Tank und Lampe lackiert. Und das war schon lackiert und das Rest habe ich dann das habe ich lackieren lassen. Also die zwei Kotflügel, Seitendeckel. Der Rahmen wurde nicht lackiert. Und der Sitz ist leider auch kein original ETS-Sitz, das ist nur ein TS-Sitz. Nur das Sitzbezug ist ein Nachbar ETS-Sitz. Die Reifen sind Heidenau. Gleiche Muster wie damals. So, jetzt tun wir anstarten. So, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Heute machen wir eine kleine Spritztour und Axel hat sich schon vorbereitet für ETS-Probelauf machen. Tschüss!